Willkommen zurück zu The Long Dark. Der Sturm draußen wütet noch und wir gucken, dass wir jetzt in den Staudamm kommen. Ich hoffe, dass das wieder so eine Art Mitarbeiterbereich ist mit einem Ofen und allen möglichen Sachen. Das fände ich doch ganz begrüßenswert, wenn dem so wäre. Hier haben wir Schlüssel gefunden. Oh, der Bär. Alter, ist der groß. Mach die Tür zu. Mach die Tür zu. Ganz ehrlich, ich hätte ihn jetzt getötet. Ich hätte ihm einfach das Gewehr ins Maul gehalten und geschossen. Weg wäre er gewesen. Aber jetzt ist er natürlich verschwunden, ne? War ja klar. Unfinished business with the bear, he said. Warum ist sie jetzt eiskalt? Wie viel Zeit ist vergangen, als ich auf dem Boden gelegen habe, bitte? Never felt so cold in my Ja, ich life. muss dringend irgendwo rein. Ich erfriere sonst. Ob hier noch irgendwas liegt oder nicht, ist mir egal. Ich will einfach irgendwo rein, wo es warm ist. Oh, ich hoffe, drinnen können wir uns ein bisschen ausruhen. Alter, der fucking Bär ist ja riesig. Der ist ja größer als das Auto. Also höher. Ich hätte ihn gerade erschossen, ne? Ganz im Hello? Ernst. Wo ist das dunkel hier? Anyone here? This place looks like it's been empty for a while. This place looks fucking dark, vor allen Dingen. Ich hätte meine Fackel immer craften sollen, was ich nie gemacht habe, ich Trollo, ne? Na, jetzt habe ich keinen Stöcker für eine Fackel. Natürlich nicht. Mist, ich sehe hier drin nichts, Leute. Es ist stockdunkel. Seems like the quakes did some damage here. Must be what the old guy meant about unstable. Zumindest ist es hier drin nicht mehr kalt. Aber ich hätte jetzt wirklich gerne irgendwie. Ja, hier vielleicht Control Tastatur. Ich brauche wahrscheinlich einen Code. Control Room. Ja. Looks like this thing isn't opening unless I can get the power working again. But that's a problem for later. I have to get those radio parts. Also werde ich hier nicht wirklich safe übernachten können. Das ist schlecht. Scheiße. Ich sehe hier drinnen auch nichts, Leute. Das geht so nicht. Ich würde hier nie irgendwas finden, weil es halt stockfinster ist. Ich brauche eine Fackel oder sowas. Ich muss hier ein Feuer machen. So blöd es auch klingt, ich muss hier mitten in dem Raum Feuer machen. Anders wird das nichts. Ich brauch Licht. Ich brauche eine Lichtquelle. Ach, ich habe doch eine Lampe dabei. Ah, zum ersten Mal die Lampe benutzen. Die vergesse ich auch die ganze Zeit, oder? Ah. Alter, das ist gruselig. Das ist verdammt gruselig hier. Aber ich sehe jetzt endlich, was die. Ah, oh, wir haben die Lampe noch nie benutzt, ne? Ich habe völlig vergessen, dass ich die hatte. Das Problem ist, Radio Parts werde ich nicht mehr tragen können. Nein, nicht löschen. Also, ich muss nachher wieder irgendwas hier lassen. Das ärgert mich jetzt schon. Ich will auch mein ganzes Wasser leer trinken, was ich dabei habe. Das wiegt, glaube ich, mittlerweile ziemlich viel. Is it food or? Ne, brauchen wir nicht, wie gesagt. Essen haben wir gerade nicht genug. Gewehrpatrone. Eine einzelne, aber ganz ehrlich, eine einzelne ist viel wert. Eine Revolverpatrone. Okay. Es gibt mehr Schusswaffen als eine, würde ich jetzt mal so behaupten. Alles klar. Brauchen wir alles nicht. Ich darf jetzt nichts mitnehmen, was wir nicht brauchen, weil ich habe keinen Platz mehr dafür. Oh, ich bin so froh, dass ich eine Lampe habe, ne? Aber ich sollte mir jetzt nicht ewig Zeit lassen. Ist echt gruselig hier drin. Die Lampe wird auch nicht ewig halten. Alter. Sehr, sehr angenehm hier drinnen, nicht. Da jetzt. Da kommen wir, glaube ich, her, ne? Das ist der Exit. Hier bin ich gerade durchgestrumpelt, ohne was zu sehen. Oh, hier ist sogar noch. Guck mal, hier wäre sogar noch eine Lampe gewesen. Willst du mich verarschen? Wenn die hier leer ist, können wir die einfach wechseln. Da ist bestimmt noch was drin in der Lampe. Mit Sicherheit.
Toll, da ist die Lampe, aber die sieht man natürlich nicht, weil es zu dunkel ist. So, Radio Parts. Und Munition nehme ich auch immer gerne mit. So ist das nicht. Carter Staudern. Könnt ihr gerne lesen, ich lasse es kurz da, könnt pausieren. Mülleimer werden sie nicht liegen, aber ich guck mal lieber. Aktentasche, nicht ausmachen. Wir brauchen das Licht. What have we here? Die können wir noch mitnehmen, glaube ich. Das geht noch. Okay. Unheimlich. Getragene Daunenweste. Ist die gut? Aber für welchen Körperteil denn? Ich meine, es ist eine Weste, heißt, sie hat keine Ärmel und so weiter. Ich glaube, das ist nicht so sinnvoll. Down, hin oder her. So. Okay, hier haben wir geplündert. Das ist die Tür, wo wir nicht durchkommen, weil wir dafür erstmal Strom bräuchten. Und der läuft nicht. I think I can use this. Eigentlich haben wir kein... Ja, wir haben eigentlich kein Gewicht mehr dafür, das ist das Problem. Absolut nicht. Dass ich jetzt schon Magnesiumfackeln hier lassen muss, weil die einfach zu viel wiegen. Das tut mir ein bisschen weh. Bin ich ganz ehrlich. Aber ich kann sie nicht mitnehmen. Vielleicht wirst du eines Tages einem anderen Abenteurer das Leben retten. That'll come in handy. Davon habe ich auch noch ziemlich viele auf Lager. Geh mal eine davon mit, die andere sich nehmen. Schimmlige Erdnussbutter. Ich verzichte. Mehlzeug brauche ich auch nicht, danke. Okay. Da gehen wir erst hin, wenn es sein muss. Die meinten, dass es unten am Damm am unsichersten wäre. Daher ist mein Interesse, dahin zu gehen, verständlicherweise sehr gering. Wollfäustlinge, meine müssten besser sein. Hier können wir einfach essen. This is any good to eat. Hier können wir einfach essen. Da spricht nichts gegen. Sicherheits- und Abschalthinweis. Könnte ich auch gerne lesen, wenn ihr wollt. Die werden die Radio-Parts hier wohl kaum unten im Damm lagern, oder? Das würde absolut keinen Sinn machen. Aber es ist ein Spiel. Alter, das Geknarzt wird auch mal lauter, oder? Meine Lampe hält auch nicht ewig. Hope nobody needs this anymore. Ich hab genug. Ich hab einfach genug Streichhölzer. Das sind die, die ich habe, aber die sind neu. Sind die besser, wenn die neu sind? Mal gucken. Ne, meine sind Woll sogar. Woll ist besser. Gut. Hope I can still eat this. Nö, werden wir jetzt nicht tun. Brauchen wir nicht so dringend. Kurz runter gucken. Nicht, dass irgendwo noch Munition liegt. Ich bin so ein bisschen munitionsgeil gerade. Aber dem, was da draußen rumläuft. Alter, diese Geräusche, ne? Ich meine, es ist nur Wasser, ich weiß, aber es ist trotzdem verdammt unheimlich. Der Aufzug wird nicht funktionieren. Ne? Kein Strom, kein Aufzug. Und ganz ehrlich, so wie das hier klingt, würde ich auch keinen Aufzug benutzen wollen. Also habt ihr irgendwo in den Kartons hier 10 Schuss versteckt oder so? Ich höre ja schon auf zu hoffen. Es sieht fast so aus, als müsste ich da runter, ne? Aber hier geht's auch noch lang. Ne, geht noch hoch, okay. Oh, können wir hier bitte irgendwo übernachten? Das ist bisher alles so, Ich hätte echt gehofft, mich so ein bisschen ausruhen können, zu können hier. Aber dem ist nicht so. This stuff will come in handy. Brauche ich nicht, danke.
Bin so froh, dass das Brecheisen aus bei Hobbs gefunden hat. Geschmacklose Salzcracker, ja. Was soll ich damit? Ich hab genug. Essen habe ich genug, Leute. Alter, das ist eine Leiche. What the? Wie zum Teufel bist du hier drinnen erfroren? Es ist nicht mal kalt hier drinnen. Oh, das ist das Notfallset. Ist das mein Notfallset? Ein anderes, oder? Aber was drin sein wird, wie man schon sieht, da müsste eine Pistole drin sein. Eine Leuchtpistole. Wir bekommen endlich eine. I could use this. Wow, ein Stein. Dankeschön. Ich hoffe, es war kein Nierenstein hier auf Toilette. Oh ja, wow. Excellent. Die müssen wir mitnehmen. Ich habe keinen Platz dafür, ich weiß, aber die müssen wir mitnehmen. Das ist absolut außer Frage. Ich trinke ein bisschen was, ich habe eh Durst. Es wird nicht reichen, aber wir haben eine Signalpistole bekommen. Endlich. Ich habe gar nicht so viel Trinken dabei, ne? Also extra trinken, sag ich mal. Wasser habe ich halt immer, deswegen habe ich nicht so Trinken dabei, aber so viele Dosen habe ich gar nicht mehr. Aber wenn ich die beiden trinke, habe ich wieder Platz. Ich nehme einfach noch so viele Patronen, wie wir können. Bevor wir überlastet sind. Aha, ein Verwaltungsraumschlüssel, den werden wir wohl brauchen. Dammnotiz der Waldflüsterer. Phil, Jackson hat hier in der Gegend ein paar Wölfe gesichtet, ja, ich auch. Und letzte Woche sagte Emily, dass sie einen Bären beobachtet hat, wie er um das Lager streift, ja. Ich bin noch nicht davon überzeugt, dass das nicht nur dieser Schläger von Brearhouse sind, die uns verjagen wollen. Aber halt sicher hat lieber diese Leuchtpistole im Griff bereichert. Und bessere Waffen haben wir leider nicht. Ja, damit kann man wahrscheinlich im besten Fall die Gegner verjagen oder in Brand setzen oder so, keine Ahnung, wenn man direkt trifft. Was besser als nichts, ne? Mülleimerbrief. Kannst du gerne lesen? Ich lese es jetzt nicht. Könnte kurz passieren. Er ist so stinkwütend und das auf der Toilette. Ja. Brauchen wir nicht. Warum auch immer die Metallschrott in der neben dem Klo entsorgt, ich weiß es nicht. Ich musste ja meinen Roboter mal ganz groß oder so. Ich glaube, ich wechsle die Lampe erstmal jetzt aus, ne? Oder wir könnten doch einfach mal trinken. Thank goodness. Wir könnten doch einfach mal Lampenöl nachfüllen. Ganz ehrlich, das geht auch. Warum sind wir zu schwer? Ich habe nur was getrunken, nicht mitgenommen. Das verstehe ich jetzt nicht. Egal, ich fülle erst ein bisschen Lampenöl nach. Guck, wie das überhaupt geht. Weiß ich nämlich gar nicht. Verwenden? Nee. Verwenden bei der Lampe vielleicht, dass die Lampe aussuchen muss? Wo ist denn die Lampe? Ich will nicht hier im Dunkeln stehen hier, das ist gruselig genug. Wo ist meine Lampe denn jetzt schon wieder? Mit Blindheit geschlagen, ich sehe sie nicht. Kann ich sie im Quick-Leisten-Menü auffüllen? Nein, er macht sie dann aus. Kannst du bitte die Lampe wieder anmachen? Ich kann sie leider nicht hier auffüllen. Aber vielleicht muss ich sie abrüsten und dann auffüllen. Ah, das könnte auch sein. Ich habe kaum noch Saft drin. Ja, das wird es wahrscheinlich sein. Ich denke, ich muss sie löschen, um sie auffüllen zu können. Es ist so dunkel. Ich lege die Lampe weg und hoffe jetzt, dass ich jetzt auf die Lampe Zugriff wieder habe. Okay, die Lampe muss ja irgendwo hierbei sein. Ist doch ein... Da ist sie. Aktion. Auffüllen. Wir hatten auch nicht viel mehr dabei, um sie als sie einmal komplett auffüllen zu können. Aber das reicht uns ja auch. Wir können, wie gesagt, die andere Lampe am Ende immer noch mitnehmen. Aber gut, dass wir die Lampe haben, oder? Oder generell. Aber hätten wir eine gefunden, hätten wir sie nicht im Dunkeln. Die andere, also. Dass ich die ganze Zeit irgendwie rumgeschleppt habe, hat sich jetzt doch noch gelohnt. So, gucken wir mal. Na, unten wollen wir erstmal nicht. Weil es hieß, unten ist gefährlich. Das ist so groß hier, ne? Und echt unheimlich. Und ich hätte so gerne die Möglichkeit, mich irgendwo hier vernünftig mal auszuruhen, aber ich glaube, das wird nichts.
That'll come in handy. Brauche ich alles nicht. Stell dir vor, da kommt jetzt jemand von hinten um die Ecke. Ich würd das Spiel beenden. Ich sag's euch, das wäre Ende. Die Schrift dieser Notiz deutet darauf hin, dass der Verfasser in Eile war. Ich habe sie in der Höhle versteckt. Geh aus dem Damm und dann zum Fluss, dem Fluss entlang. Bei einer Lichtung und einem Hochsitz findest du eine Höhle. Okay, interessant. Ist das auf der Karte markiert worden? Leider nicht. Den Fluss entlang. Hier muss irgendwo ein Hochsitz sein, den wir nicht sehen. Alter, das ist so gruselig hier, ne? Meine Fresse. Oh Mann. Wonder if this is any good to eat. Ja, mein ganzes Öl und mein Lampenkram ist jetzt aufgebraucht, sag ich mal. Wenn ich hier fertig bin, wahrscheinlich. Ich hoffe, dass sobald keiner mehr braucht. Ist das Spiel abgestürzt? Nee, aber es sah so aus. Achso, das sah ich mal dran war in der Schublade, okay. Ich dachte, das Spiel wäre abgestürzt. Ich speichere mal. Einfach nur so, weil es sehr ärgerlich ist, alles normal zu machen, wenn es mal abstürzen würde. Da bin ich so ein bisschen schissy, wenn es zum Abstürzen geht. Ich hasse es, Sachen wiederholen zu müssen. Ich hasse das. Unheimlich. Okay. Aid Station. That sounds like what the Trapper needs. Ich habe genug Medizin für den Trapper. Ich brauche einen Schlüssel. Den kann man nicht aufstemmen. Oh, schade. Hope nobody needs this anymore. Ich meine, hier war auch schon wieder was drin. Ich habe es liegen lassen, weil ich kann es nicht mehr mitnehmen. Ne? Warum auch nicht? Gott, hier ist so viel zu durchsuchen, ne? Ist der Wahnsinn. Aber ich will auch nichts Wichtiges verpassen. Ihr wisst ja, jeder Schuss, den ich bekommen kann, ist so viel wert. Würde ich niemals liegen lassen wollen. Ich hätte auch diese Schüsse finden werde hier im Büro, aber who knows. Ah, da sind die Funkgerätteile. Ich hab sie. Das ist ein neues Brecheisen, das brauchen wir nicht. Streichholz brauchen wir auch nicht. Brause würde ich wohl trinken, wenn das Spiel es erlaubt. Runter damit. Out of order, ja. Wie komme ich denn da rein? Da ist die Tür. Ah ja, da ist die Tür. Aufschließen, Schlüssel haben wir ja. Da ist der Schlüssel für die Medizinspind. Super. Wartungsanweisung des Katerstaudamms ist auch zugeschickt wieder. Zickt wiederum. Wir haben die Mechanik geprüft. Sie scheint aber in Ordnung zu sein. Muss ein Fehler in der Elektrik sein. Behaltet sie im Auge, sonst gelangt niemand mehr in den Turbinenraum. Zudem müsste man sonst sehr lange laufen, um den Kontrollraum zu erreichen. Okay. Ich muss da nicht runter, ne? Gott sei Dank. Ich werde es auch nicht tun. Da, bei 50 ungefähr, okay. Das macht das nicht weniger gruselig, hier so ein Ding betätigen zu müssen. Ah, da war es gerade bei 30. Nochmal ganz rum. Kopfhörer, das ist übrigens extra gruselig, ich sag's mal. Jetzt Vorsicht, ich will den dritten nicht versauen.
jetzt ein Jumpscare, wenn konzentriert ist, weißt du? Alter, so ein Wolf, der jetzt hier durchs Fenster springt, rechts. This will come in handy. Geld, Geld. Signalpatronen haben wir genug. Aha, 5 Patronen, Leute. Die 5 Patronen sind es allein schon wert. Ja, ja, dass ich ein Safe gefunden habe. Mittlerweile fühle ich mich ganz gut mit der Munition, die ich habe. Aber ich will es nicht zu früh freuen, aber... Ich kann nicht meckern. Ich muss Sachen hier lassen, ey. Ich kann nichts mehr mitnehmen. Ich hau mir meinen Energy-Drink rein. Ah, ich habe keinen Durst. Kann ich trotzdem trinken? Ist doch egal. Wer braucht schon Durst? Ich habe 3 Liter Wasser dabei, ne? Ich schütze mal ein bisschen was von weg. Ist ein bisschen Verschwendung, ich weiß, aber was soll ich damit? Ich habe genug. So. Wir haben viel zu viel Wasser dabei. Wir schleppen so viel Wasser mit uns rum. Geil, die Munition. Ganz ehrlich, ich will direkt wieder saven, weil dieses Ding möchte ich nicht nochmal öffnen müssen, falls irgendwas passiert. Nein, nicht umbenennen, ich möchte einfach beschreiben. Ah. Dieser Ort ist eine Goldgrube gerade, du. Was soll ich sagen? Ich habe so viel Schuss jetzt. Die werden wahrscheinlich schneller verbraucht, als mir lieb ist, aber im Augenblick habe ich echt respektabel viel Munition. Im Ernst? Im Ernst? Nochmal 5 Schuss? Ja, Laufschuhe werden mich nicht warm halten. Und die gleiche Jacke auch nicht. Alter, ich habe gerade nochmal Munition gefunden. Ich komme gerade gar nicht mehr klar. Ich habe richtig viel Munition jetzt. Okay, ich bin echt sehr, sehr zufrieden gerade. Es hat sich gelohnt, hier akribisch zu suchen. Allein in diesem Raum hier 10 Schuss gefunden. 10. Hope I can still eat this. Nee, nehme ich alles nicht mit. Ich habe keinen Platz dafür. Nehmen wir jetzt die Mats mit. Die brauchen wir auf jeden Fall. Und dann die Funkgeräte habe ich ja auch schon. Muss ich die irgendwie hier reparieren? Nee, oder? Hier zieht irgendwo Wind rein. Unangenehm. Ich hoffe, hier ist nichts reingekommen in das Gebäude. Das wäre ärgerlich. Ich habe so eine Angst, ne? Wenn dir irgendwas kommt, ich, ganz ehrlich, ich krieg ihn rapp. Okay, zum Medizinschrank. Wir verbrauchen die ganze Zeit nur Öl. Jetzt, wo ich das Wasser abgeliefert habe, also weggebracht habe, kann ich ein bisschen mehr mitnehmen. Medizinische Vorräte, die soll ich wahrscheinlich mitnehmen. Das ist so spezifisch nur für ihn. Industrial Strength Antibiotics and very strong painkillers. Dangerous. You can get hooked on this stuff. Let's hope we don't need it. Wir haben alles, Leute. Richtig? Wir müssen hier nichts mehr machen. Mir gibt's doch viel zu erkunden, keine Frage, aber ich weiß nicht, ob ich das will. Das ist nicht gerade ungefährlich. Funkgerätteile haben wir auch, ja. Wir haben alles. Wir können eigentlich raus hier. Ich speichere jetzt erstmal nochmal. Ich weiß, ich bin gerade super vorsichtig, aber dieser Ort hier beunruhigt mich so unfassbar. Ich will immer höher gehen. Hier könnte man auch nicht raus. Okay, schade. War gut zu wissen. Aber dass hier diesen ganzen Damm kein Ofen ist. Nichts. Wie heißen die denn normalerweise? Ja. Bin da sehr überrascht von. Eine Wasserflasche. Ja, wie gesagt, Wasser brauchen wir absolut nicht. Hier ist noch sehr viel. Würde ich mal irgendwas brauchen, könnte ich das hier holen. Aber ganz ehrlich, ich glaube, ich komme nie wieder her in meinem Leben. So, hier könnten wir raus. Ich gehe da mal runter. Ganz kurz gucken. Hier ist eh einfach zu, wa? Sehr gut. So was habe ich gehofft. Ich wünschte, ich könnte springen. Ach. Unten ist auch nichts drunter. Nee. Dann gehen wir da hinten mal gucken, wo es runter ging. Wahrscheinlich ist da auch nur eine Sackgasse. Eins überall hochgegangen. Ich dachte, ich hätte gerade einen Schatten laufen sehen. Alter, ich werde schon paranoid. Es geht los. Ich werde schon paranoid. Aber ich könnte hier theoretisch immer den Strom anschalten, ne? Sagen sie ja im Grunde.
Sonst kriege ich den ja nie rein. Warum mache ich das hier? Noch eine Leiche. Weißt du, warum ich das gemacht habe? Deswegen. Ich habe so viel Munition mittlerweile. Die Tür ist zu, leider. Und zwar komplett. Kein Schlüssel dafür. That'll come in handy. Nochmal zwei Schüsse. Alter, ich könnte den Bären jetzt zweimal erlegen, ne, mit den ganzen Schüssen. Realistisch gesehen. Also sogar mehr als zweimal. Aber, ne, wir haben super Bewaffnung. Okay. Hier gibt es noch viel mitzunehmen, auf jeden Fall. Und ich befürchte innerlich, dass ich hier nochmal herkommen muss, weil aus irgendeinem Grund gibt es das hier doch, oder? Ich möchte eigentlich nochmal hierher. Ich fand es echt unangenehm hier. Ich bin froh, wenn ich hier wieder rauskomme. Ich könnte mich jetzt hier wohin liegen zu schlafen, aber ganz ehrlich. Nein, danke. Ich habe genug von diesem Ort. Wir verschwinden hier. Wir sind wieder aufgewärmt. Das reicht mir. Wahrscheinlich wird es draußen mittlerweile stockdunkel sein, ne? Das heißt, wir versuchen so schnell wie möglich in den Wohnwagen rüberzukommen und da zu schlafen. Wir haben zwar keine Hitze da drin, aber das geht bestimmt irgendwie gehen, denke ich. Noch eine Wollmütze brauchen wir nicht. Okay. Nice, Leute. Nice. Wir haben alles, was wir wollten. Und wir leben noch. I'd better check in on that old trapper. Ja, erstmal müssen wir irgendwo schlafen. Guck dir mal den Winter draußen an. Wir laufen jetzt bis zu den Wohnwagen und bleiben die Nacht erstmal über in einem Wohnwagen. Da ist ein Bett. Da ist windgeschützt. Das ist viel wert. Die Lampe habe ich jetzt übrigens bewusst liegen lassen, das ist okay. Ich hoffe, der Bär greift jetzt nicht an, wenn wir raus aufmachen. Okay, wir sind safe. Wir sind safe. Gott, ist das ein Albtraum. Kurz umgucken hier. Ah, das war nicht der Schlafort. Wir müssen in den anderen. Aber hier sind keine Betten. Hier ist zwar ein Schlafsack, aber ein Bett ist, glaube ich, besser als ein Schlafsack. Das habe ich jetzt mal nicht gesehen. Hope nobody needs this anymore. Ja, wir gehen mal rüber zur anderen Seite. Ich will in einem richtigen Bett schlafen, oder? Habe ich mir verdient. Habe ich mir verdient. Das war ein Abenteuer da drin. So, hier ist es warm genug, dass wir schlafen können. Sind wir nass? Wir sind ziemlich nass geworden. Ich glaube, wir sollten doch erstmal ein Feuer machen, dass wir wieder trocken werden. Sonst bereue ich das wahrscheinlich. Wir hätten denn hier diese Art so angerichtet. Komisch. Ich weiß nicht. Mach uns hier ein Feuerchen, ja? Dann ist schon okay, denke ich. Quatsch-Taste. Ich kann kein Lagerfeuer in geschlossenen Räumen machen. Ja, dann hoffe ich einfach mal, dass ich nicht krank werde, weil ich jetzt mit den nassen Sachen ins Bett gehe. Aber ich werde ins Bett gehen. Macht am meisten Sinn. Ja, wir brauchen Schlaf. Und wir können mit dem Sturm draußen eh nicht rumlaufen, das kannst du vergessen. Could end up being useful. Alter. Ich bin echt immer fröhlicher über die ganzen Waffen, die ich Schüsse, die ich finde. Wie viel habe ich denn mittlerweile? Mein Gott. So. Die Lampe müssen wir erstmal ausmachen. Nicht, dass die jetzt dabei ausgeht in der Zeit. Das wäre ziemlich dusselig. Sagen wir mal kurz Nächte, wa? Draußen ist wieder Tag geworden anscheinend. Sehr gut. Ja. Es ist früher Vormittag, könnte man. Später Vormittag, könnte man sagen. Gut. Durst haben wir auf jeden Fall. Hier war nichts mehr zu trinken, oder? Warum ist die Lampe denn bitte wieder an? Nein, die ist gar nicht an, die ist nur an meiner Hand, das ist alles okay. Was zu trinken? War hier nicht mehr, oder? Würde ich ehrlich gesagt nutzen.
aus der Flasche. Die können wir eben leer trinken oder generell Wasser trinken. Ja, wir kriegen natürlich nicht die Wasserflasche, sondern wir kriegen das direkt hier ins Wasserding reingesetzt, ja. So, trinken wir direkt hier aus dem Wasserbottich. Jo, locker. Irgendwas, was essenstechnisch nicht mehr ganz so lange haltbar ist. Wir können eh kein Feuer machen. Vielleicht der Müsli-Riegel. Und die geilen Ketchup-Chips hier. Und da geht es uns wieder ziemlich gut, würde ich sagen. Nice. Wir haben die Nacht überstanden. Und wir haben jetzt richtig viel Munition. Ich bin gerade echt begeistert über unsere Munition. Ne? Ich dachte echt, das wird ein Problem mit der Munition. Aber ich war, glaube ich, einfach doch akribisch genug am Suchen, um genug zu finden. Das freut mich, dass es dann auch möglich ist, genug zu finden. Genug in Anführungsstrichen. Ob das genug ist, das weiß ich noch nicht. 20 Schuss. Und zwar noch übrig. Noch übrig. Uiuiuiui. Das ist schon nice. Aber die Folge würde ich jetzt erwenden. Beim nächsten Mal auch zurück. Ich hoffe, wir kommen noch rechtzeitig. Ich habe ein bisschen Angst, dass ihr uns wegstirbt. Wenn wir zu lange brauchen. Ich hoffe nicht, ne? Wäre doof. Wäre echt ärgerlich. Dank ihm habe ich die Waffe hier. Deswegen. Ich hoffe, ich darf die dann noch behalten. Ehrlich gesagt. Na gut, ich danke euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal, wenn wir uns auf den Rückweg machen. Bei The Long Dark. Bye bye.